Einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der DAX ging am Freitag mit einem Plus von knapp 0,9% über der 11.500-Punkte-Marke aus dem Handel. Auf Wochensicht summieren sich die Zugewinne auf 1,4% und im ersten Quartal, da fuhr der DAX sogar ein Plus von knapp 9,2% ein. Jetzt blicken wir direkt mal nach Frankfurt an die Börse zu unserer Korrespondentin Franziska Schimke an dieser Stelle. Schönen guten Morgen. Franziska, wie könnte der DAX nun heute ins zweite Quartal starten? Einen schönen guten Morgen. Ja, wir haben uns ja lange schwer getan, vor allen Dingen zum Ende des Quartals hin mit der 11.500-Punkte-Marke. Die hat sich als Hürde herauskristallisiert. Dann hat man sie letztlich genommen und konnte sie sogar noch so ein bisschen ausbauen. Und dieses Ausbauen dürfte zum Auftakt in das neue Quartal, in den neuen Monat, in die neue Woche eben dann hier auch weitergehen. Wir rechnen damit, dass wir stark in diese neue Woche starten. Über der 11.600-Punkte-Marke wird man jetzt den DAX erst einmal wohl sehen. Das liegt unter anderem an den guten Vorgaben, denn an den asiatischen Märkten läuft es mehr als rund. Der Nikkei als auch der Hang Seng über 1% im positiven Bereich und der Shanghai Composite legt sogar über 2% zu. Und auch gut gelaufen ist es am Freitag für den Dow Jones. Vor dem Wochenende hat man sich da auch noch mal berappelt. Es ging um 0,8% nach oben, auf Wochensicht gesehen ein Plus von 1,7% und auf Quartalssicht war es das stärkste erste Quartal seit 2013 mit einem Plus von über 11%. Also die Börsenstimmung eigentlich erst einmal positiv. Es ist allerdings viel vorweggenommen und somit warten wir eben auf Ergebnisse beim Thema Brexit als auch beim Thema Handelskonflikte, eventuell eben auch innerhalb schon dieser Woche. Dann erstmal vielen Dank nach Frankfurt, Franziska. Ja, und nach diesem Ausblick auf den heutigen Handelstag und ein bisschen die Handelswoche geht es jetzt weiter mit unserer Marktidee. Das ist heute Cancom. Cancom hat in der vergangenen Woche den Geschäftsbericht für 2018 und den Ausblick auf 2019 vorgelegt. An den Märkten kamen die Meldungen ausgezeichnet an, die Aktie legte kräftig zu. Dabei überwand der Kurs eine der wichtigsten charttechnischen Marken. Wo sich diese befindet, erfahren Sie natürlich in einer ausführlichen Chartanalyse. Klicken Sie dazu auf www.ideas-daily.de. Das war's auch schon wieder mit Ideas Daily TV. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen an dieser Stelle wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.